Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu meinem 300 Abonnenten Spezial auf Nuketown 2025, Nevada, USA. Ist das nicht eine schöne Map? Heute spielen wir mal tatsächlich Nuketown. Endlich mal wieder online Multiplayer, Call of Duty Black Ops 2 und so und haben schon den ersten Kill gerissen. Und heute geht es ja um mein 300 Abonnenten Spezial und, ups, jetzt rede ich wieder so schnell, hab natürlich ein neues PS3 Headset, Gamer Headset. Hab das Ding noch nicht eingestellt, kann sein, dass es so ein bisschen laut am Anfang ist und ein bisschen Rauschen tut, aber für das möchte ich mich nochmal entschuldigen. Da wurde ich gerade mal weggefetzt von Kevin Lamprichts. Ah, Diamanten-Ding hat er drauf. Ganz schöne Sache. Bei Nuketown muss halt einfach aufpassen, dass du da nichts falsch machst. Weil da geht's so schnell, da bist du so schnell tot. Und wenn du da nicht einmal aufpasst, bist du schnell Hackfleisch und das wollen wir ja nicht haben. So, 300 Abonnenten habe ich auf YouTube und bin richtig, richtig stolz drauf, 300 Abonnenten zu erreicht, oder besser gesagt erreicht zu haben. Vielen herzlichen Dank, dass ihr wirklich Höhen und Tiefen mit mir durchbracht habt, weil ich habe wirklich auch mal meinem Kanal in sogenannten Tiefpunkte, kann man sagen, also wirklich Tiefpunkte, da war ich wirklich am Boden und ihr habt mich immer unterstützt und das finde ich richtig cool von euch. Dafür möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Ihr wisst ja alle, dass meine PlayStation 3 bei Ahornende gelandet ist. Er hat sie mit Benzin übergossen und dazu werde ich im nächsten Gameplay etwas sagen. Genau, im nächsten Gameplay, nicht in diesem. Weil ich möchte Ahornende erstmal danken, dass du dieses Rest in Peace gemacht hast. Aber dazu im nächsten Video. Das werdet ihr schon noch erfahren. Und so, 25 Punkte für den Hunter Killer haben wir auch schon erreicht. So. Oh. Ja, ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr eigentlich auf meinen Kanal gekommen seid. Das könnt ihr gerne mal ab in die Kommentare schreiben, so. Und ich weiß, ich bin ja auch nicht der beste Spieler in Call of Duty. Ich bin wirklich einer der schlechtesten Spieler und die auch noch kommentiert. Ich bin wirklich froh, wenn ich einen Kill habe, aber mir geht es ganz ehrlich gesagt nicht nur um Kills, sondern einfach noch um den sogenannten Spielspaß. Und der ist natürlich bekanntlich das Wichtigste, oder? So, gut. Ja, ich sage auch immer meine Meinung offen, das ist natürlich immer so brutal, was ich sage, aber es ist natürlich auch richtig so, was ich sage, weil ich bin kein Mensch, der irgendwie was verschleiert, ups, hätte ich mal auf dem Bildschirm achten sollen, sondern ich sag alles, wie es ist und jetzt haben wir komisches hier, komisch, alles komisch hier, komisch, komisch, komisch. So, mal gucken, oh, oh, zwei Leute auf einmal, auf einen, das hat man, glaube ich, da hat man, glaube ich, keine Chance. So, wie viel haben wir denn? So, die Bombe geht gleich hoch. Heißt ja auch Nuketown und nicht, keine Ahnung. Boah, aber wir haben ihn schon, wir haben den Gegner schon ordentlich eingeheizt, habt ihr gesehen? Ja, gut, die meisten würden jetzt sagen, oh Gott, spielst du schlecht. Aber, Leute, wenn man nur perfekt spielt, warum schaut man sich das eigentlich an? Ich weiß gar nicht, was das überhaupt bringt, wenn man 100% Leistung vollbringt. Geht es denn nicht auch um Macken und Kanten beim Spiel? Ich frage ja nur mal, weil das einfach mal bei mir so ist, weil da kommt doch überhaupt keine Spannung auf, weil ich weiß, ach, der schafft das ja sowieso. Aber bei mir weiß man natürlich nicht. Schaffe ich den Kill noch? 125 Punkte, Stellung überleben da. Geile Sache. Mein Gott, Adrenalin ist wieder auf 180, Pulsschlag bei 234. Herrlich, ach, ich liebe dieses Spiel einfach nur. Oh, hübsche Frauen, hier gibt's alles, wunderbar. So, wir müssen aber auch mal was erobern, weil wir spielen ja auch Stellung und da heißt das auch, erobere etwas. Und da haben wir schon 200 Punkte, Stellung ist eingenommen, musste ja natürlich gleich kommen. Gucken wir uns noch mal in der Killcam an, Outdoor, schöner Kill, hast du gut gemacht, schön in den Rücken rein, das ist cool. So, gehen wir mal wieder ans Haus rein. Im Haus ist man am sichersten, würde ich mal sagen. Aber da hinten hocken auch gerne mal die Sniper-Schützen und warten darauf, einen wegzusnipern. Oh! Ach ja, der will, glaube ich, sterben. Der hat keinen Plan, dass wir ihn... Ach, schade. Was musste auch sein Kollege gleich zurückrennen? Den Kill hätten wir uns schnappen können. Aus dem Grund haben wir wieder eine kleine Regel gelernt. Erst schießen, dann fragen und dann kommt die Antwort, okay? So. Wen haben wir denn da oben? Ach, ich dachte, irgendwas mit White Boy hätte ich da gelesen. White Boy. Aber der ist mir auch noch nicht begegnet, der White Boy 7th Street. Der Kommentator auf YouTube, der auch gerne mal Black Ops 2 spielt. Oh, Lamborghini, wie mich... Ach nee, der heißt ja gar nicht Lamborghini.
Kevin Lamprichts. Wieder mit der Waffe. Können wir mal gucken, ob wir das vielleicht schaffen. Ich muss schon sagen, 6 Kills ist eine gute Leistung. So, was haben wir denn hier? Salat wächst hier. Salat mit einem radioaktiven Beigeschmack. Böse Sache. Sehr böse Sache. Blue White Lava. Ganz böse. Hast mich schon wieder getötet. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt schießen wir durchs Häuschen. Und hoffen, dass wir noch einen Kill schaffen. Aber 50 Punkte Assi haben wir reingehauen. Das ist doch eine starke Sache, oder? Ist das nicht stark? Und den Camper noch mitgetötet. Herrliche Sache. Niederlage. Mir hat es aber richtig Spaß gemacht, das Gameplay. Wie hat es euch gefallen? Es war richtig spannend. Es gab wirklich Situationen, da wusste man nicht, oh mein Gott, schaffe ich den Kill noch oder schaffe ich den Kill nicht? Ich fand's cool. Ich fand's lustig. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffentlich euch auch. Haut einfach rein, Leute. Bis dann. Ciao. Haut rein.